Solltest du als Logic-User auf Apples neues Betriebssystem Monterey upgraden oder solltest du lieber noch warten, weil du sonst auf ungewisse Zeit arbeitsunfähig bist? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ja, das neue Betriebssystem ist draußen, Monterey, und wie immer geht jetzt die Diskussion in den Foren los. Sollte ich upgraden, sollte ich nicht upgraden? Funktioniert alles? Gibt es Probleme? Hat schon jemand upgegradet und so weiter? Ich habe es dieses Wochenende gemacht und habe mal reingeschaut in diesem Kanal. Und was wir uns jetzt gleich anschauen, ist vor allem die Funktionalität von Logic und den Plugins von Drittanbietern in der Musikproduktion, ob die funktionieren oder ob es irgendwelche Probleme gibt. Ich selber arbeite mit einem Mac Mini mit M1-Chip. Das heißt, was wir jetzt rausfinden, trifft nicht unbedingt auf Intel-basierte Macs zu. Fangen wir gleich mal an. Ich habe mir hier ein Projekt angelegt und wir testen mal einige Plugins von Drittanbietern, die ich habe. Ich habe nicht so viele, weil ich habe letztes Jahr 70% meiner Plugins von Drittanbietern rausgeschmissen, weil es mich einfach viel zu viel Arbeit kostet und viel zu viel Geld und Zeit, das alles immer abzugraden, und weil Logics interne Plugins meiner Meinung nach immer besser werden. Logic selber funktioniert wunderbar. Ich habe nichts festgestellt, dass irgendwas nicht klappt oder dass irgendwas langsamer geht. Von daher, Logic selber in sich als DAW, da konnte ich keinerlei Probleme feststellen. Jetzt geht es aber an die Plugins von den Drittanbietern. Und als erstes ins Rennen geht Waves, beziehungsweise die Mixing-Plugins von Waves. Ich habe hier eine Spur geladen, die lassen wir gleich mal laufen. Und wir haben dann hier 3 Plugins von Waves. Ich habe das H-Delay geladen, Kramer Master Tape und Greg Wells Mixcentric im Stereo Out. Und schauen wir jetzt mal, ob es irgendwelche Probleme gibt oder ob wir eine saubere, flüssige Performance hier hinbekommen. Gut, du hast gehört, es funktioniert alles, dass die ein bisschen schwanken, die Bläser, das hängt am H-Delay. Das ist oft, wenn man ein Projekt neu angemacht hat, beim ersten Durchlauf, ich weiß nicht genau warum, schwankt dieses H-Delay so ein bisschen. Aber ansonsten kann man hier sagen, alle Plugins vom Drittanbieter Waves funktionieren problemlos. Dann passt soweit alles und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten. Und das ist in diesem Fall jetzt, oder sind Mixing-Plugins von Native Instruments. Ich habe hier den Transient Master und den VC160 Kompressor geladen. Also checken wir jetzt mal die Kompatibilität von Native Instruments Mixing-Plugins mit Monterey und Logic 10.7. Los geht's. Okay, auch das scheint wunderbar zu funktionieren. Keine Probleme hier. Das ist schon mal gut und damit gehen wir weiter. Jetzt wieder Contact-Instrumente oder beziehungsweise Plugins von Native Instruments, aber diesmal habe ich mir eher die Instrumente angeschaut. Das heißt also virtuelle Instrumente. Ich habe hier einmal die Electric Sunburst und ich habe hier den Pre-Bass geladen. Und schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert oder ob es hier irgendwelche Probleme gibt bei der Performance. Okay, auch hier scheint alles wunderbar zu funktionieren. Die Plugins laden auch sehr schnell, habe ich auch getestet, gerade bei den virtuellen Instrumenten. Das hängt natürlich auch immer darauf an, wo deine Libraries liegen. Ich habe die auf eine externe Festplatte gepackt. Aber hier auch die virtuellen Instrumente, zumindest die, die ich angetestet habe von Native Instruments, funktionieren wunderbar. Als nächstes probiere ich von Easy Keys, also von Toontrack Easy Keys so rum. Das ist ein virtuelles E-Piano. Ob das funktioniert oder ob es hier irgendwelche Probleme gibt, ich lasse es gerade mal mitspielen, zusammen mit ein paar Logic Loops. Also auch hier absolut überhaupt gar keine Probleme in der Performance. Wunderbar, wir können weitergehen. Als nächstes dran ist die Hofer mit meinem geliebten De-Esser, meines Erachtens der beste De-Esser der Welt, weil er auf Spracherkennung basiert und eben nicht komprimiert. Das finde ich wirklich cool.
Das wäre jetzt schlecht gewesen, wenn der nicht funktioniert hätte, weil der brauche ich zum Beispiel auch für meine Sprachaufnahmen und so weiter. Deswegen ist das ein sehr wichtiges Plugin für mich, das ich ständig benutze. Schauen wir mal hier, ob alles funktioniert. Ich schalte den einfach zu. See the song that saved forever. Okay, das ist nur so ein Logic Loop jetzt hier. See the song that saved forever. Okay, auch hier funktioniert alles flüssig. Das Plugin lädt schnell, wie alle anderen auch, und es gibt keinerlei Probleme. Werden wir denn noch Probleme bekommen? Wir werden es sehen. Schauen wir uns mal Melodyne von Celemony an. Für viele, gerade in der modernen Musikproduktion, ein absolut unverzichtbares Plugin. Brauchen ja viele heutzutage, speziell für Gesangsspuren. Also funktioniert Melodyne und speziell funktioniert auch Melodyne Ara. Das ist hier, Ara bedeutet einfach, dass er mir das direkt einliest und ich muss es nicht mehr transferieren wie vorher. Und, ups, das wollte ich nicht. Und ich öffne jetzt das Plugin hier und wir versuchen mal, diesen Songschnipsel hier reinzulesen über Ara direkt. Und wir sehen, es funktioniert leider nicht. Ich müsste jetzt hier in diesem Fall Melodyne einfach normal reinladen und transferieren und dann würde es gehen. Und jetzt ist die Spur auch da. Also Ara geht nicht. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht, das muss ich dazu sagen, ob das mit Logic 10.7 zusammenhängt. Denn wie wir auf der Celemony-Seite feststellen können, das war mir auch noch gar nicht bewusst, weil ich Melodyne schon länger nicht mehr benutzt habe, ist, dass Melodyne mit dem M1-Chip noch gar nicht kompatibel ist. Da muss Celemony sich noch ein bisschen ranhalten. Also ob das jetzt an Logic 10.7 liegt oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Aber Melodyne Ara, die schnelle Version, funktioniert jedenfalls nicht. Übrigens, wenn dir die Tipps bis hierher gefallen haben und du möchtest schneller und effizienter in Logic arbeiten, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic für dich optimieren kannst, damit du schneller in Logic arbeiten kannst. Das habe ich dir, ups, unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Gut, soweit habe ich jetzt also alles gemacht und habe alles funktioniert. Und ich habe heute Morgen noch schnell einen anderen Test gemacht mit meinem geliebten Plugin von XLL Audio, Addictive Drums, das ich auch ständig und in ganz, ganz vielen Produktionen verwende. Ich habe also versucht, Addictive Drums reinzuladen und dann kam der Schock. Denn was erschienen ist, ist nur ein schwarzes Plugin-Fenster und meine Addictive Drums, mein Drum-Produktionsstudio war weg. Das ist natürlich erstmal ein großer Schock und gerade bei so einem wichtigen Plugin, ich denke, jeder hat so ein wichtiges Plugin, du bestimmt auch, auf das du einfach überhaupt nicht verzichten möchtest. Und das ist jetzt eins davon und das hat nicht funktioniert. Und das ist jetzt direkt passiert, einen Tag später, nachdem ich auf Monterey geupdatet habe. Ich habe dann sofort den Support angeschrieben und das spricht wirklich für die Firma XLN Audio, von der ich kein Geld bekomme für dieses Video. Ich habe sie angeschrieben und ich hatte wirklich 10 Minuten später meine Antwort mit Lösungsvorschlägen. Und der Lösungsvorschlag war, einfach den Installer von XLN Audio, das haben ja die meisten Firmen, so Wave Central kennst du bestimmt auch, oder von Toontrack, den Product Manager, einfach den XLN Audio Installer nochmal neu runterzuladen. Und jetzt machen wir den Test und schauen, ob es funktioniert. Das habe ich nämlich jetzt gemacht und ich hoffe, dass wir dann hier auflösen können und dass wir jetzt kein schwarzes Fenster mehr bekommen. Also jetzt kommt der große Moment. Es dauert etwas, aber mein Drum-Produktionsstudio ist wieder da und ich kann alles hören und kann jetzt hier wieder produzieren. Ich sehe alle Fenster und es funktioniert alles. Ich habe mich aber auch nochmal in meinem Mitgliederbereich umgehört und gefragt, ob jemand geupgradet hat und ob es Probleme gibt und tatsächlich gibt es offensichtlich Probleme. Tobias zum Beispiel hat geschrieben, hallo Martin, ich kann in Logic Pro 10.7 keine Plugins mehr, weder von Native Instruments noch Addictive Drums aufrufen. Das klingt nicht gut, das konnte ich. Also er hat geschrieben, er hat einen M1-Chip. Und Peter hat geschrieben, hallo Martin, ich habe Mac mit M1-Chip und gestern auf Monterey aktualisiert. Was bei ihm nicht funktioniert, ist das Plugin Bias FX2, das ich jetzt nicht kenne. Er schreibt, es öffnet sich in Logic, hängt sich dann aber auf und bleibt inaktiv. Okay, jetzt die Frage noch an dich, weil das interessiert mich und bestimmt auch viele andere. Hast du einen Apple mit M1-Chip oder auch Intel-basiert? Das ist jetzt erstmal egal. Und hast du auf Monterey geupgradet? Und wie sieht es bei dir mit Logic aus? Hast du Probleme?
Welche Plugins funktionieren nicht? Wo gibt es Probleme? Und hast du vielleicht schon eine Support-Seite angeschrieben oder konntest du Probleme lösen? Ich wäre dir super dankbar, wenn du mir das in die Kommentare schreiben könntest. So können wir uns gegenseitig ein bisschen helfen. Was funktioniert nicht? Und vielleicht denkt der ein oder andere dann vielleicht doch noch drüber nach, ob er jetzt upgraden sollte oder nicht. Das war's von mir zum Monterey-Upgrade von Apple und der Kompatibilität zu Logic. Ich schicke dir ganz viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.